Ponys Raumfahrt. Ein Bilderbuch von Barbara Tusswaldner. Hallo meine Lieben. Ich möchte euch heute mein neues Buch vorstellen. Ponys Raumfahrt. Wart ihr eigentlich schon mal im All? Nein? Dann geht es euch genauso wie dem kleinen Pony, das von einer Reise zu den Planeten träumt. Und unser Pony hat natürlich auch gleich eine Idee, wie es diesen Traum verwirklichen kann. Und so sucht es sich Teile, um sich eine Rakete zu bauen und fliegt damit ins All. Pedro, das Pony, steht im Stall und träumt von einem Flug ins All. Mit Turboantrieb und Rakete an Bord, da gibt es auch Geräte, die Schnelligkeit und Luftdruck messen. Dazu ein Ballen Heu zum Essen. Und die Idee beginnt zu wachsen. Man braucht Gehäuse, Räder, Achsen und einen Antrieb gibt es auch. Am besten zeichne ich das auf. Schließlich, es ist schon weit nach Mitternacht, ist alles zu Papier gebracht. Nun beschafft Pedro sich die Teile, durchsucht den Garten eine Weile. Die Gießkanne aus Blech und Chrom wird Cockpit, Schlaf- und Esssalon. Die Schubkarre leert er noch aus, es kullern rote Äpfel raus, denn Pedro braucht ein Fahrgestell und ein Popo aus braunem Fell. Am Nussbaum hängt ein langes Tau, als Gurt zum Anschnallen ganz genau. Und dort ist noch der Gartenschlauch. Den brauch ich mit Gewissheit auch. Als nächstes schleicht er sich ins Haus und sucht noch andere Teile aus. Der Mixer dient ihm als Motor, er steuert rückwärts und auch vor. Als Bremse nimmt Pedro die Reibe, doch was fungiert als Windschutzscheibe? Vielleicht das große Gurkenglas. Ein Blick zum Plan, es fehlt noch was. Salpeter in dem Topf aus Ton sorgt für die große Explosion. Damit ein Senkrechtstart gelingt, der Pedro schwupps ins Weltall bringt. Möchtet auch ihr wissen, ob Ponys Raumschiff wirklich funktioniert? Und seid auch ihr neugierig, wohin die Reise führt? Dann steigt ein, lest das Buch und kommt mit zu einem spannenden Weltraumabenteuer.